Bernd hängt seit Tagen schon in der Age of Conan Beta. Na, wenn so viel über Baumkonsum man keine Nebenwirkungen hat. Ach, Bernd ist ein großer Junge. Was soll da schon passieren? Herr Holtmann, was ist denn Ihre Meinung zur Budgetplanung 2009? Mehr Met für Truppen, mehr Mammuts, um zu erobern und plündern. Und mit welchen Einschnitten wollen Sie das finanzieren? Damit schneiden alles. Weib, etwa noch nie gesehen, traditionelles Bernd Barian Lendenschutz. Wer bringt denn den Kollegen von seinem Bernd Barian Trip runter? Das Spiel heißt doch Age of Conan. Age of Conan? Na, wenn das so ist. Ja, also, und dann hat der Tank voll die Akku verloren, weil der Mage übernuckt hat. Also, aber da gibt's doch Totems für. Also, und ich immer dachte, ich sprechen komisch. Komm, gucken, ob Beta-Server wieder oben. Hm, was ist eigentlich Tank? Hm, Behälter, um aufzubewahren, Mage? Hm. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der BAFT Show und sensationell und exklusiv berichten wir heute von einem Event, das selbst die Roleplay Convention oder dieses komische Ding in Leipzig in seinen Schatten stellt. Es ist das jährliche rituelle Maigrillen des Teams von BAFT.de und das findet bei Matze im Garten statt. Und das Schöne an diesem Event ist, wir haben auch eingeladen einige unserer Stützen, unserer festen freien Mitarbeiter, die man ja sonst nicht jeden Tag in Fürth oder in der BAFT-Show sieht. Und deswegen freue ich mich, begrüßen zu dürfen, zum Beispiel Knut Gollert. Hallo Knut. Hallo Heinrich. Knut, in weniger als 30 Sekunden, was hast du bisher gemacht in deinem Leben? Ich habe Spiele gespielt seit 1991, ich habe Spiele getestet für Powerplay, für Bravo Screenfan seit 1997 und habe Spiele gespielt. Und habe natürlich ganz viele Spiele getestet. Und dann ist ein Traum wahr geworden, die Krönung deines beruflichen Schaffens. Selbstverständlich als freier Autor mir selbst aussuchend, was ich schreibe, worüber ich schreibe und für wen ich schreibe. Und natürlich schreibe ich für das BAFT-Magazin. Und Knut ist also derjenige, der zum Beispiel immer wieder neue Versionen von World of Warcraft testet. Sehr kompetent und so. Ne? Danke, ja. Bitte. Das macht ja Spaß. Und Knut, nur für dich, zeigen wir jetzt eine ganz tolle Reportage vom Hauptquartier von Blizzard Entertainment. Interviews mit richtigen Spielemachern zu Wrath of the Lich King. Hello, I'm Jeff Kaplan, Lead Game Designer on World of Warcraft and you're watching the BAFT Show. Und hier haben wir schon wunderschönes Spielmaterial aus Wrath of the Lich King. Das hat uns der Olli besorgt. Wo hast du das her? Ja, vom Blizzard höchstpersönlich natürlich, dem Studio in Irvine, Kalifornien. Genau, da warst du eingeladen und hast da also auch gleich hier das Material mitbekommen. Und das sind jetzt nur ein paar Schnipsel, die wir rausgesucht haben. Das ganze Material in voller Länge gibt es aber auch bei uns auf der Seite, fachkundig kommentiert auch von uns beiden. Ja. Genau. Ja, das ist übrigens der Holne Fjord, schon relativ bekannt. Hat man letztes Jahr auf der Games Convention und der BlizzCon gesehen. Bin ich jetzt nochmal ein bisschen unterwegs gewesen, konnte ein bisschen länger questen als eine halbe Stunde oder so, weil auf der Messe war relativ wenig Zeit. Jetzt hatten wir eigentlich fast den ganzen Tag zur Verfügung. Wir haben so gegen 11, 12 Uhr angefangen und es ging bis 18 Uhr. Und ich habe es geschafft, ganze 3 Kästchen von meinem XP-Balken zu füllen. Und hier sieht man jetzt was, wo ich mich besonders drauf freue. Ja, Luftkampf praktisch. Auf den fliegenden Reittieren kann man da jetzt auch schießen und kämpfen und das sieht echt super aus. Ja, aber das wird nur im Rahmen einer Quest sein. Die Flugreittiere bzw. Flugmaschinen wird man nicht permanent besitzen, sondern einfach am Ende der Quest dann wieder abgeben müssen. Wäre auch ein bisschen unfair, wenn man durch die Gegend fliegt und so ein tolles Schießmount schon hat, ne? Nenne ich es mal, und dann einfach irgendwelche ahnungslosen Neueinsteiger dann vom Himmel holt. Apropos mitfliegen bzw. mitreiten, es wird auch Quests geben, wo man sozusagen auf dem Sozius eines Pferdes mitreitet und auf Verfolger Bomben wirft und Eiszauber wirkt, damit sie nicht so schnell nachkommen. Fand ich ganz spannend. Diese Quest haben sie uns gezeigt.
Nicht schlecht, das hört sich alles schon mal gar nicht uninteressant an. Und hier sehen wir jetzt was anderes, was mich auch sehr interessiert, und zwar Suldrak, eine neue Trollinstanz, wie der Name schon sagt. Ja, wenn ich mich erinnere, sind sogar zwei Instanzen insgesamt. Ist halt eine ehemalige Trollfestung, das ist übrigens eine der Bossgegner von den Instanzen. Allerdings noch nicht das finale Modell, ist nur ein Placeholder im Moment. Ja, und jetzt würde ich sagen, übergeben wir das Wort und lassen mal Jeffrey Kaplan zu Wort kommen, der noch ein bisschen mehr erzählt zu Wrath of the Lich King. Genau, dem Lead Game Designer von WoW. The Death Knight will have some Death Knight specific loot, but in general terms, the Death Knight is interested in very similar. Todesritter haben ihre Eigenheiten, stellen aber ähnliche Anforderungen ans Equipment wie Krieger. Wollen sie tanken, brauchen sie eine hohe Verteidigungswertung und viel Ausdauer. Vielleicht auch ein wenig Stärke. Geht's offensiv zur Sache, setzt ein Todesritter auf Angriffskraft, Stärke, kritische Trefferwertung und ähnliche Attribute. Da gibt es viele Überschneidungen. Todesritter können sowohl tanken als auch Schaden austeilen. Außerdem benutzen sie ein völlig neues Ressourcensystem, die Runen. Todesritter platzieren 6 Runen in ihre Waffen, eine beliebige Kombination aus Blut, Frost und Unheiligrunen. Wenn sie dann im Kampf Runenfähigkeiten nutzen, sammeln sie Runenkraft, die wiederum Finishing Moves ermöglicht. Zum Start der Erweiterung werden mindestens 4 Raid Dungeons verfügbar sein. Naxxramas mit 14 und Ulduar mit 12 oder mehr Bossen. Außerdem noch 2 weitere kleinere Instanzen, vergleichbar mit Ghouls Unterschlupf. Später stoßt ihr dann in den Nexus vor, die Behausung von Maligos. Hier planen wir mit 1 bis 2 Bossen. Dann gibt es auch noch die Kammer der Espekte, in der ihr gegen einen Drachen antretet. Wir haben bereits alle großen Patches geplant und werden nach und nach weitere Raid-Instanzen hinzufügen. Der Höhepunkt ist der Kampf gegen Arthas, der das Ende der Lich King-Ära markiert. Arthas wird also der letzte Gegner vor der 3. Erweiterung. Wir wollen das am Ende der Lich King-Ära of the Lich King era, so the final boss fight will be against Arthas. So early on, we expect players to come in at heroic level. You've geared up in heroic. Die erste Raid-Instanz ist Naxxramas. Wir gehen davon aus, dass sich die Spieler in heroischen Instanzen ausrüsten, bevor sie Kel'Thuzad einen Besuch abstatten. Mit solchem Equipment ist sowohl die kleine als auch die große Variante der Instanz zu meistern. Allerdings ist die Beute aus der Version für 25 Spieler besser. Sie liegt voraussichtlich eine Stufe über der des kleinen Bruders. Eine Gilde, die das große Naxxramas abschließt, überspringt also gewissermaßen 2 kleine Instanzen. And eventually end up a tier or two ahead of the 10-person rating content. I think what we hope to achieve in Naxxramas is an easier barrier to entry to the rating content. Der Anfang der Instanz ist vergleichbar mit den ersten Bossen aus Karazhan. Im weiteren Verlauf wird es natürlich schwerer, aber es beginnt sehr moderat. Das gilt übrigens auch für das 25-Mann-Naxxramas. Spätere Instanzen werden dann kontinuierlich schwerer, bis nur noch die besten Gilden weiterkommen. Auch das gilt sowohl für die 10 Spieler als auch für die 25 Spieler Varianten. Einen Erscheinungstermin von Wrath of the Lich King gibt es allerdings noch nicht. Wir vermuten jedoch, dass es zum Weihnachtsgeschäft online sein wird. Wir halten euch auf dem Laufenden. Freust du dich auch schon so drauf, dass wir endlich zusammenziehen? Ich stecke schon voller toller Einrichtungsideen. Ja, super. Aufhübschungsbuff für die eigenen 4 Wände nötig? Das hochwertige Shakes and Fidget Poster ist die Zierde jeder Heldenbehausung. Gibt's jetzt im Buff-Shop. Achtung, Achtung! Der kleine Sam möchte jetzt im Kinderland abgeholt werden. Und zurück vom Blizzard-Hauptquartier hierher ins brodelnde Grillmekka Fürth, wo die Buff.de Grillparty immer ausgelassener wird. Also es kann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis hier heidnische Rituale ausbrechen. In der Zwischenzeit Ruhe und Gelassenheit mit Anja Gellesch. Hallo Anja. Hallo. Anja ist die Person, von der ihr euch alle schon wahnsinnig viel auf Buff.de gelesen habt, weil sie einen Großteil unserer News schreibt. So einfach ist das aber heute erstmals in der Buff-Show. Anja, warum bist du relativ selten im schönen Fürth? Weil ich ursprünglich aus Kiel komme und wohne da ganz idyllisch auf einem schönen Landhof, auf einem Gutshof.
Und tust aus der Ferne segensreich, genau, nötige Distanz halten, Überwachungskameras, hast du noch nicht gemerkt in jedem Raum. Und das Schöne an Anja ist auch, sie hat eine unglaubliche Marktkenntnis, das heißt, sie spielt auch noch andere Sachen außer WoW. Was ist denn so dein aktueller Geheimtipp von laufenden Online-Rollenspielen für jemanden, der vielleicht mal ein bisschen Abwechslung sucht? Was ist dann so ein bisschen... Also wer ganz gerne questet und PvE betreibt, das sollte auf jeden Fall unbedingt mal in EverQuest 2 reinschauen. Da bist du auch so richtig mit Gilde und so aktiv? Ne? Da bin ich richtig aktiv mit einer Gilde, ja. Okay. Und ich glaube, du hast auch mal in die Age of Conan Beta reingeschnuppert. Ja, ja. Irgendwelche Lieblingsklassen? Den Assassinen-Spiel habe ich da ganz gerne angetestet und den Bärenschaman fand ich auch gut. Ja, und noch mehr Age of Conan sieht er jetzt gleich in der Buffed-Show, präsentiert von unseren Barbaren-Experten. Nächste Woche ist es endlich soweit, dann erscheint Age of Conan. Da Kunden der Pre-Order-Version sogar schon ab Samstag dieser Woche losspielen können, ist das für uns Grund genug, diese Woche nochmal ins Spiel reinzuschauen und diesmal zeigen wir euch sogar ein paar High-Level-Inhalte. So, bevor wir zu den High-Level-Inhalten kommen, schauen wir uns allerdings erst nochmal die Geschichte des Barbaren aus der letzten Woche zu Ende an. Das ist jetzt nämlich die letzte Mission im Startgebiet rund um Tortage. Die spielt natürlich auch wieder im Nachtmodus, weil die komplette Solo-Geschichte des eigenen Charakters spielt ja bei Nacht. Da müssen wir uns ja durch die Stadt kämpfen, da gibt es diverse Wachen und auch solche Zwischengegner hier. Da sieht man jetzt, dass die Präsentation bei Age of Conan sehr schön ist, wie sie da in diesem Feuerkreis erscheint. Das macht schon ein bisschen was her und ist ein bisschen mehr, als wenn sie einfach nur spawnen würden, die Gegner. Ist natürlich auch Loot, das Buch kann ich jetzt leider nicht gebrauchen, weil ich bin Nahkämpfer und das wäre für Zauberklassen geeignet. Ist das dann auch noch wieder ein bisschen rollenspielmäßig inszeniert mit Dialogen. Das ist so eine Art Mentorin, die trifft man auch mehrere Male im Verlauf dieser Story und die gibt einem jetzt das Phönix-Medaillon, das später noch eine sehr wichtige Rolle spielen wird wahrscheinlich, weil die Story des Charakters zieht sich natürlich auch noch in den höheren Levels durch, allerdings gibt es da diesen Solo-Modus nicht mehr. Das ist jetzt eine sehr schöne Szene, da muss man sich jetzt erstmal durch diese Barriere schnetzeln und dann gibt es da einen sehr beeindruckenden Massenkampf, wo sich diverse NPCs, mit denen man auch im Verlauf der ersten 20 Level zu tun hat, mit der roten Hand wachen, prügeln und da kann man auch eingreifen. Man sollte man eigentlich nicht, weil die Chance dabei drauf zu gehen ist relativ groß, eigentlich läuft man dann drum vorbei, aber ich wollte es euch natürlich trotzdem mal gezeigt haben. Da legen wir uns jetzt mit Strom an, das ist der Endgegner des Startgebiets, also der Unterjocher dieser Piratenstadt Tortage. Der Kampf ist jetzt nicht besonders fordernd, aber man sieht hier schon, dass die Kombos im Vergleich zu den niedrigeren Leveln aus letzter Woche ein bisschen anspruchsvoller geworden sind. Erstens sind es natürlich vor allem mehr Fähigkeiten, zum Beispiel Stunts, wie man hier gerade gesehen hat, die man gezielt einsetzen sollte. Und man muss für diese Kombo-Angriffe auch schon kompliziertere Tastenfolgen drücken. Und da ist es vorbei mit ihm. Wir stauben noch die Beute ab und danach kann man dann das Startgebiet von Tortage komplett verlassen und landet in der restlichen Spielwelt von Age of Conan. Da sehen wir jetzt auch mal einen anderen Charakter. Das ist ein Nekromant. Die Klasse spielt sich sehr ähnlich wie die Warlocks in WoW. Das ist hauptsächlich eine Klasse, die mit ihren Begleitern agiert und Schaden über Zeitsprüche austeilt. Das ist jetzt eine instanzierte Zone, in der man auch alleine questen kann. Das setzt sich also im späteren Spiel fort. Es gibt nicht nur Gruppeninstanzen, sondern eben auch diverse instanzierte Gebiete, in denen man alleine zurechtkommt und seine Quests machen kann. Man ist also auch auf höheren Levels nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man für alle Aktivitäten eine Gruppe braucht. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wie Städte in Age of Conan aussehen, kleinere Dörfer. Da gibt es dann natürlich Questgeber und Händler, bei denen man alle Menge Zeug kaufen und verkaufen kann. Hier zum Beispiel, da gibt es dann diverse Potions oder Bufffutter, das man sich da besorgen kann. Da gibt es also jede Menge Möglichkeiten, sein Geld auf den Kopf zu hauen. Und jetzt kommen wir zu was ganz Spannendem, nämlich dem Kaufen des eigenen Pferds als Mount. Normale Spieler sind für sehr lange Zeit auf ein Pferd angewiesen, denn die derzeitige Planung sieht vor, dass man die Mammuts und die Kriegsnashörner, über die man ja schon viel gesehen hat, nur über die Collector's Edition oder die Pre-Order bekommt, aber wie man hier sieht, das Pferd macht auch schon eine Menge her. Vor allem ist das Pferd auch relativ wichtig, da es nur wenig Sofortreisemöglichkeiten gibt, derzeit zumindest noch. Man muss also tatsächlich, wenn man größere Strecken zurücklegen will, immer durch die kompletten Zonen. Und auch wenn die, wie man hier sieht, sehr schön aussehen, hilft da ein Pferd natürlich enorm weiter. Und hier sehen wir jetzt noch ein paar Szenen aus dem Gruppenspiel. Das ist jetzt also tatsächlich so eine klassische Instanz, wie man sie aus anderen MMOs kennt, wo mehrere Spieler zusammen agieren. Das ist auch nochmal aus der Perspektive des Nekromanten hier. Und da sehen wir jetzt auch noch
zum Abschluss des Videos einen Kampf gegen den Boss dieser Instanz. Wir hoffen, damit haben wir euch noch einen kleinen Einblick in Conan gegeben und euch vielleicht noch bei der Entscheidung geholfen, ob ihr euch das jetzt schon zulegen wollt oder nicht. In den nächsten Wochen werden wir da sicherlich noch eine ganze Menge mehr zu zeigen. Soweit die Barbaren und apropos, an meiner Seite begrüße ich jetzt einen ganz lieben Freund und Kollegen, ohne den das BAFF-Magazin in keinster Weise denkbar wäre, Christian Ziegler. Hallo Christian. Hallo liebe BAFF-Zuseher. Verrat uns mal, was ist deine offizielle Jobbezeichnung bei uns? Textkastenschubser und Farbenpanscher. Ganz genau. Ohne Christian wäre das kühne, visionäre Designs des BAFF-Magazins undenkbar. Und ganz nebenbei bemerkt, ist er ein richtig fieser World of Warcraft-Spieler. Was genau treibst du? Ich spiele einen Hexenmeister. Mhm. Und für alle WoW-Spieler im Allgemeinen begeben wir uns jetzt auf eine Reise zurück in die gute alte Zeit. Der BAFF-Retro-Raid besucht Onyxia. Hallo, liebe Zuschauer, und willkommen zu unserer WoW-Klassik-Rubrik. Viele von euch haben in den Kommentaren geschrieben, zeigt doch mal was von den alten Raids, an die sich viele gar nicht mehr erinnern. Und da hat sich Björn mein Herz genommen. Genau, und habe mich mit einem Raid, naja, sagen wir mal, einer größeren Gruppe aufgemacht, um die gute alte Dame Onyxia zu besuchen. Und bei der Drachendame handelt es sich um den allerersten 40-Mann-Encounter, den es hier in WoW gab. Richtig, und das Gute damals war, dass es keine große Instanz war, sondern wirklich ganz kurz und knackig. Irgendwie, ich glaube, 3 Trashmob-Gruppen muss man besiegen, bevor man bei ihr ist. Früher ist man da mit 40 Leuten reingegangen und hatte am Anfang auch noch gut zu knappern an der guten alten Drachendame. Habt ihr hier für ein Setup? Wir sind zu 8. Man sieht ja, ich bin in der 3-Mann-Gruppe, dann haben wir noch eine volle 5-Mann-Gruppe und das war's. Und ich glaube, hier bei den ersten Mobs waren noch nicht mal alle da. Und da ist sie schon, in ihrem Hort. Und jetzt muss man sagen, wir haben natürlich, selbst mit 8 Mann ist es keine echte Herausforderung, deswegen haben wir gesagt, wir machen es ein bisschen spannender und haben einen Schattenpriester tanken lassen. Hier übrigens ein alter Trick, den man damals angewendet hat, man konnte an der Seite hochhüpfen und hier schön vom Sims ausschießen. Das ist jetzt noch nicht so wichtig, in Phase 3 ist es dann interessant. Genau, aber erstmal der Tank nach vorne, also der Schattenpriester in dem Fall. Die Drachendame ist vorne und hinten gefährlich, an den Seiten kann man bequem Schaden machen, also... Genau so sollte man sie nie sehen, wenn man nicht der Tank ist, aber da hat unser Magier ein bisschen Aggro gezogen. Ja, die Magier mal wieder. Und eben, sie macht einen Feueratem nach vorne, der natürlich nicht den Raid treffen sollte, und hinten einen Schwanzschlag. Das heißt, wenn man hinter ihr steht, wird man weggeschleudert und das kann vor allem deswegen übel ausgehen, wenn man in den Welpennestern landet. Da kommen wir aber gleich noch dazu. Jetzt hebt die Dame erstmal ab. Phase 1 ist damit beendet und sie erhebt sich in die Lüfte. Aber das war jetzt schon ein bisschen geschnitten, also so schnell geht das dann auch nicht. Richtig, aber schon recht zügig. Ja, und dann flattert die Dame oben rum. Das heißt, der Schattenpriester braucht mal eine Runde nicht zu tanken, sondern sie guckt einfach von oben runter, macht böse Sprüche und rotzt ein wenig Feuer nach unten. Genau. Man kann sie übrigens auch im Nahkampf noch treffen, wenn man genau richtig steht. Also obwohl sie in der Luft ist, geht das noch. Und da kann man auch draufhauen, so viel man will. Man muss nur aufpassen, dass er, jetzt kommt das nämlich, einen tiefen Atem macht. Genau, Deep Breath hieß das. Es umsäumt von vielen Legenden. Man war sich nämlich nicht so ganz sicher, wann kommt diese blöde Fähigkeit, die nämlich einen riesigen Bereich mit Feuerschaden bedacht hat. Ah, hier sieht man auch nochmal die Welpen. Die kommen dann in Phase 2 ganz automatisch, in den anderen Phasen nur, wenn irgendein Depp dort hinten reinrennt. Reinrennt oder reingeschleudert wird zum Beispiel. Vom Schwanzschlag, ja, da muss man genau aufpassen. Oder in Phase 3 dann mit Furcht da rein kommt. Und die kann man hier aber, hat man jetzt gesehen, mit einem Feuerelementar und einem Magier irgendwie ganz locker wegmachen. Früher war das etwas schwieriger. Genau, da musste man schon ein paar Magier für abstellen, die da weggebombt haben. Und hier hat man jetzt gerade gesehen, Phase 3 ist eigentlich wie Phase 1. Nur, dass sie in regelmäßigen Abständen einen AOE-4 macht und dass aus diesen Spalten im Boden Lava rauskommt, die Schaden macht. Das heißt, man wird da gerne mit dem 4 dann durch diese Lava geschickt und deswegen ist es hier dann besonders sinnvoll, sich auf die Kante zu stellen. Dann läuft man nämlich nur diesen Sims auf und ab, wenn man gefiert wird und kriegt keinen Schaden, kann auch die Welpen nicht ziehen. Genau, und Björn hat eben ganz clever die Seiten gewechselt, indem er nicht davor und nicht dahinter langgelaufen ist. Tatsache, stolperst du nur hier blöd auf dem Sims rum. Jetzt habe ich mal wieder runtergestellt, man muss es ja interessant machen. Genau. Und ja, viel Leben hat sie nicht mehr. Siehst du, das war es auch schon. Ja, wo sie umfällt, gucke ich natürlich weg, aber da liegt sie am Boden. Und schon gibt's dickes Loot und 17 Gold für jeden.
Die heutige Buff-Show und damit auch das rituelle Buff.de Grillfest neigt sich dem Ende entgegen, aber einen lieben Gast haben wir noch an unserer Seite. Er ist extra angereist aus der Hauptstadt Berlin, Oskar Panier. Ja, hallo Fürth. Oskar, auch vielleicht bekannt als einer der beiden kreativen Köpfe hinter den heiteren Bildgeschichten von Shakes und Fidget. Sag mal, Oskar, Berlin, Fürth, gib doch mal zu, das Fürther Nachtleben, das brodelt doch viel mehr, oder? Ich kenne das Fürther Nachtleben jetzt nicht so sehr, aber ich wage es dennoch zu bezweifeln. Okay, und wo hast du eigentlich Marvin heute gelassen? Der ist mir unterwegs irgendwie verloren gegangen. Nee, der ist anderweitig beschäftigt und hat es leider nicht geschafft, diesen 4-Stunden-Trip wegen einer Grillparty hierher zu machen. Auf jeden Fall, wir bedanken uns für alle unsere Gäste, die gekommen sind. Bei der Gelegenheit auch schöne Grillgrüße zurück nach Paris. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei der Buff-Show. Sobald der Zug vorbei ist, können wir loslegen. Spielt er auf!